Die Berlin-Wahl war ein Desaster. Eigentlich war die Wahl ein Desaster für SPD und CDU, muss man sagen. Denn sie haben ja gemeinsam regiert, ne? SPD und CDU in Berlin. Und gemeinsam haben sie 10% verloren, insgesamt ein Vertrauensverlust. Auf die Frage, gehen Sie d'accord mit der Arbeit der Regierung, sagten nur 20% der Berliner ja und 80% sagten, das Fremdwort verstehe ich nicht. Arbeit. Ne? Und sind zurzeit, es sind jetzt also 6 Parteien im Abgeordnetenhaus vertreten. Das gibt es ein Fachwort für das, was da gerade stattgefunden hat. Eine tektonische Verschiebung des Parteiensystems. Eine tektonische Verschiebung in der Parteienlandschaft. Eine tektonische Verschiebung im Parteiensystem. Ja, es ist eine tektonische Verschiebung. Es ist alles Parteientektonik. Die Politiker verlieren nicht Wähler, weil sie versagen, sondern weil sich die Tektonik verschiebt. Es ist überall so, auch in der Bundespolitik. Nicht Scheuer sagt es ja, und das ist bei der CSU genauso. Der Seehofer entfernt sich nicht durch seine AfD-Sprüche von Merkel. Nein, der Seehofer wird durch die Kontinentalverschiebung von ihr weggetragen. Also es kann sein, dass die CSU heute noch in München ist und in einem Jahr schon komplett in Timbuktu. Sowas kommt vor und ich persönlich würde es ja begrüßen. Tektonisch sehr weit weggetreten, also fortgetragen ist die SPD. Trotzdem haben sie allerbeste Laune bei der SPD, weil sie ja in Berlin noch mehr verloren haben als die CDU. Und mehr ist ja besser als weniger. Weiß man ja, ne? Es ist auch mehr weniger besser als weniger weniger. Die SPD ist stärkste Kraft mit 22%. Das ist wie mit den Leistungskursen Sozialkunde und Sport Abitur machen. 22% oder wie man in Berlin sagt, die absolute Mehrheit des kleinen Mannes. Das haben die natürlich gefeiert. Das haben die natürlich bei der SPD angemessen gefeiert. Wie sagt es am Wahlabend der regierende Bürgermeister Michael Müller, die alte Charisma-Bombe. Der sagte wörtlich, beim Feiern soll die Luft brennen. Ja? Und ich wette, der hat an dem Abend locker 2 Kakao mit Sahne auf Ex getrunken. Nun soll es ja ein rot-rot-grünes Bündnis geben, auch als Testlauf für den Bundestag. Sigmar Gabriel hat zumindest gesagt, er sucht nach Mehrheiten außerhalb der Großen Koalition. Er sucht danach. Sehr intensiv. Er sucht. Und das sind ja schwer zu finden, Mehrheiten außerhalb der Großen Koalition. Schwer zu finden. Obwohl, ach ja, im Bundestag, genau. Ja, stimmt. Im aktuellen Bundestag hat Rot-Rot-Grün seit 3 Jahren eine Mehrheit. Ne? 311 Sitze hat die Union, 320 Sitze hat Rot-Rot-Grün. Also da wäre zum Beispiel eine Mehrheit. Hat Gabriel noch nicht gefunden. Soll er mal weitersuchen? Wir können ja wärmer und kälter sagen. Ne? Vielleicht findet er noch eine Mehrheit jenseits der Großen Koalition. Die CDU ist in Berlin auf unter 18% gefallen. Nur haarscharf vor den Grünen gelandet. Es ist natürlich hochnotpeinlich. Es ist für Spitzenkandidat Henkel ein blamables Ergebnis. Und klar, dass Henkel da die nötigen Schritte auch unternimmt dann. Natürlich bin ich als Spitzenkandidat hier der Berliner CDU verantwortlich, auch für dieses Wahlergebnis. Und meinen Teil der Verantwortung nehme ich auch an. Das heißt, Sie treten zurück? Das heißt, ich bleibe im Amt. Ich bin schuld, aber ich bleibe im Amt. Und gerade als er für seine aufrechte Haltung schon einen Preis bekommen sollte, für ganz besondere Tapferkeit, verliehen in Italien von Costa Concordia-Kapitän Schettino, hat er doch noch gerade eben rechtzeitig seinen Rücktritt angeboten. Zum aktuellen Niedergang der CDU jetzt ebenso aktuelle Zahlen von Klaas Butenschön. Ja, Christian, zunächst haben wir speziell ehemalige CDU-Wähler befragt. Und zwar die, die jetzt aus Protest AfD wählen. Wir wollten von Ihnen wissen, was müsste die CDU anders machen, damit sie wieder wählen würden? Darauf sagten 18%, sie müsste das C durch ein A ersetzen und außerdem D und U durch F und D. 33% meinten, die Kanzlerin soll endlich meine Ängste ernst nehmen und nachts die Sonne anlassen. Und 49% sagten, die Merkel muss endlich vom ewigen Wir schaffen das abrücken und sagen, wir schaffen das nicht, alles ist verloren, Hilfe, wir müssen alle sterben. Dann wähle ich die auch wieder. Ja.
Ja. Und zum Schluss haben wir dann die CDU-Anhänger gefragt, wenn Angela Merkel nicht erneut als Kanzlerkandidatin antreten sollte, wer soll dann ihr Nachfolger werden? Und darauf sagten 12%, ein frisches, unverbrauchtes Gesicht oder Volker Bouffier. 21% meinten, ein richtig harter Konservativer, Winfried Kretschmann zum Beispiel. Und 67% sagten, Hauptsache irgendwer ohne Raute, Merkel und der HSV gehen mir gleichermaßen auf die Eier. Ja, und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Klaas.